Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es gibt Filme, von denen will man beim besten Willen nicht noch ein Sequel sehen. The Fast and the Furious 3. Oh Gott. 4. Oh nein. Warte mal. 7, 8, 9. Die waren wieder cool. Okay, ich nehm's dann teilweise doch drüber. Wie viele Twilight-Filme gibt's? Definitiv zu viel. Aber nicht nur eben von diesen Franchises, von denen es mehr gibt, als man sehen will, gibt es Filme, die kann man einfach nicht fortsetzen. Also ein gutes Beispiel dafür ist natürlich der meisterliche Thriller The Game mit Michael Douglas. Das kann man einfach nicht in einen zweiten Teil verwandeln. Wobei ganz offensichtlich sich jemand bemüht hat, denn Yusaku Matsuda ist hier zu sehen in der Game Trilogy. Wobei, gut, in dem Fall ist es wahrscheinlich nicht das Game in The Game, das ich hier an der Stelle natürlich nicht spoilern möchte, sondern ein nicht ganz so freundlich klingendes Game. Es ist nämlich auf der einen Seite das Most Dangerous Game, wobei die Frage ist, ob es sich dabei tatsächlich dann auch wieder um eine offizielle Graf Zaroff-Version handelt. Beziehungsweise The Killing Game und The Execution Game. Das ist mehr oder weniger ein Game, das im Laufe seiner Trilogy den Eskalationsfaktor irgendwie immer weiter steigern lässt. Es ist allerdings auch irgendwie ein Game, das man hierzulande leider noch nicht spielen konnte, denn kein einziger von diesen The Game-Teilen ist jemals im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Und generell sind das international relativ seltene Filme, weswegen ich mich persönlich extrem gefreut habe, wie ich die Ankündigung von Arrow Video gesehen habe, dass sie tatsächlich diese Trilogie komplett ausgegraben haben und jetzt hier als Blu-ray Triple Feature veröffentlichen. Vor allem, weil ich dieses Cover Artwork wirklich genial finde. Gezeichnet würde ich jetzt einmal tippen von Tony Stella, genau, mit diesem etwas flächigen, etwas groben Stil. Ist das aber, finde ich, trotzdem ein Package, das finde ich absolut perfekt passt, weil auf der einen Seite dieser klassische Obi-Slip, der bei den japanischen Manga immer wieder verwendet wird oder auch bei CD-Veröffentlichungen, der hier auf der Seite kommt, genauso wie es eben zum Beispiel bei der J-Horror Collection von Play on Pictures ist, der ist hier, finde ich, sehr schön in dieses Design eingebettet, beziehungsweise mag ich dann auch die Art, wie eben dieser Slip hier mit dem Artwork einhergeht, beziehungsweise dass wir hier quasi von unserem Hauptdarsteller ganz offensichtlich drei Bilder sehen, die eben jeweils aus diesen drei Filmen entnommen sind und dabei zum Beispiel auch teilweise inspiriert sind von größeren, bekannteren Plakatentwürfen und so weiter. Wir können dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Da bekommen wir jetzt dann natürlich die klassischen Informationen auf der einen Seite zu den Filmen, beziehungsweise dann natürlich eben hinten hier zu den Discs bzw. dem Bonusmaterial. Die ganzen Filme liegen natürlich in einer HD-Präsentation vor, wobei man hier keinerlei Informationen bezüglich neuen Abtastungen, 2K, 4K, sonst was bekommt. Das heißt, es könnte gut aus möglich sein, dass es sich um ältere Master handelt. Aber ganz ehrlich, contains strong bloody violence, sexual violence, sex und language. Es ist wirklich nett, dass ein Film Language enthält. Aber das ist natürlich schon einmal eine sehr schöne Werbung für die Filme. Wir können dann einmal einen Blick hier ins Innere werfen. Das eigentliche Case hat natürlich dasselbe Artwork, das eben auch der Limited Edition Schuber hat, beziehungsweise bekommen wir dann hier auf der ersten Disc den Film The Most Dangerous Games, ist offensichtlich ein UK Exclusive von Arrow Video, denn es ist eine Region Code B-Locked Blu-ray. Da haben wir zum Beispiel lustigerweise auch auf der Disc hier eines der Hauptmotive von dieser Reihe. Lustigerweise genau das Motiv, das eigentlich verwendet wird für den Film The Most Dangerous Game, nämlich den einzigen von diesen drei Filmen, der auf dieser Disc hier nicht drauf ist. Das finde ich auch irgendwie ironisch. Aber wir bekommen dann hier, oh wow, noch ein alternatives ach nein, Verzeihung, das ist doch das Bild von The Killing Game. Ich habe mich gerade verschaut. Das ist hier ein schönes alternatives Plakatmotiv, offensichtlich ein alternatives aus dem Ursprungsland von dem Film aus Japan. Das finde ich hier sehr, sehr schön aufbereitet wurde. Wir haben natürlich dann aber auch hier die japanischen Schriftzeichen auf dem Spine und sogar auf dem Backcover anstelle der Titel. Da kann man sich entscheiden. Ich bleibe beim neuen von Arrow.
Wir können dann einmal einen Blick auf die Goodies werfen, die bei dieser Edition dann standardmäßig noch dabei sind. Auf der einen Seite gibt es diesmal sogar ein Poster, was bei diesen Limited Editions von Arrow Video gar nicht mal so häufig ist. Da haben wir zum Beispiel hier ein altes Originalmotiv zu diesem Film, das jetzt zwar quasi nicht ganz auf dieses Posterformat passt, aber finde ich ein düsteres und gar nicht mal unhübsches Bild liefert und dann natürlich eben hier eine wundervolle Zeichnung. Das ist wirklich eine der schönsten Zeichnungen von Tony Stella, die ich jemals gesehen habe. Die gefällt mir auch von den Farben und vom Arrangement her extrem gut und ist natürlich aufgebaut eben auf den aktuellen und neuen Assets, die für diese Arrow-Video-Veröffentlichung hier geschaffen wurden. Wir können dann einmal einen Blick durch das Booklet werfen. Da gibt es wie gewohnt auf diesmal auch wieder über 40 Seiten. Einige Bilder aus den drei Filmen, natürlich eben auch Cast and Crew-Angaben und so weiter. Dazu dann einige Essays bzw. Texte, die sich mit den Filmen beschäftigen. Interessanterweise, dass Arrow Video in dem Fall fast den Indicator-Stil angenommen hat und zumindest das überwiegende, gut, dass sie genau jetzt nicht damit anfangen, wo ich angefangen habe, drüber zu sprechen, viele Seiten nur in Schwarz-Weiß-Ästhetik haben und eben auch die Screenshots bzw. Bilder nur in Schwarz-Weiß abgebildet sind, hat, finde ich, auch einen recht interessanten Stil, aber ein bisschen ist auch diese Abwechslung cool zwischen den Schwarz-Weiß- bzw. den Farbelementen. Dabei ist das mit Sicherheit einer der Releases von den aktuellen Arrow-Video, vom aktuellen Arrow-Video-Lineup, auf die ich am meisten gespannt bin, auch wenn es in diesem Fall sich wieder um Titel handelt, genau die wie von den japanischen Filmen von Arrow Video gewohnt, nur in der japanischen Originalfassung mit englischen Untertiteln vorlegen und eben keinen englischen Dub spendiert bekommen haben. Da ist Arrow natürlich absolut nachvollziehbar unterwegs. Sollte es einen alten Dub gegeben haben, ist der natürlich immer mit drauf, aber nachdem es hier keinen gegeben hat, weil die Filme offensichtlich auch immer da relativ obskur und relativ selten waren, ist es klar, dass sie jetzt doch keinen neuen produziert haben. Da bin ich auf jeden Fall trotzdem, obwohl ich nicht ganz der größte Fan von Untertitel-Leseaktionen bin, sehr, sehr gespannt, was mir diese Filme dann bieten.